Ifumis Leiche im Krankenzimmer. Und damit Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu Danganronpa. Ihr seht, beim letzten Mal ist wieder ein bisschen was passiert. Wir sind heute wieder im Deadly Life, ja. Wir sind wieder im tödlichen Leben. Wir müssen wieder ein bisschen Mord erkunden und aufklären. Und genau das tun wir heute. Also, ihr werdet schon Stück für Stück hier lernen, was abgegangen ist. Takas Leiche im Ausstattungsraum. Heute habe ich zwei Albträume hintereinander durchgemacht. Nein, sie waren keine Albträume. Das hier ist die grausame Realität. Die Realität, in der wir jeden Tag gezwungen werden zu leben. Trotzdem. Warum ist das passiert? Oh, hier geht's gar nicht gut. Okay. Okay. Warum ist da kein Blut dran? Ein weiterer Hammer. Dieses Mal ist der Gerechtigkeitshammer Nummer 4. Und er ist riesig. Taka ist vermutlich sofort gestorben. Aber bedeutet das, dass dieses verdächtige Individuum auch Taka ermordet hat? Hm. Du hast keine Worte, hm? Du auch nicht. Toko? Toko? Wurde Toko auch? Entspann dich. Sie wurde nur wegen des Blutes wie immer ohnmächtig. Das Blut? Oh, stimmt. Wenn Toko, Toko ist... Hat sie eine Blutangst, ha? Obwohl wir schon versucht haben, sie zu wecken, haben wir keine Erfolge gemacht. Lass sie erstmal so. Es wäre besser, sie erstmal in Ruhe zu lassen. However. Aber, warum ist es der vierte Gerechtigkeitshammer? Ha? Was meinst du? Der Lest wurde mit dem ersten attackiert, während Hifumi mit dem zweiten attackiert wurde. Aber dieses Mal ist es der vierte Gerechtigkeitshammer. Was ist mit Gerechtigkeitshammer Nummer 3 geschehen? Ah! What? Was ist? Nun ja, da du das gerade mit dem dritten Hammer erwähnt hast, habe ich mich daran erinnert. What? Raus damit. Weißt du was? Taka ist nicht der Einzige, der ermordet wurde. Hifumi ist auch tot. Ermordet. Was? Hifumi wurde ermordet? Ja. I see. Deswegen bist du also zu uns gekommen. Dann sollten wir uns die Leiche besser ansehen. Natürlich. Komm jetzt. Letztendlich rannte Sakura, Byakuya und ich zurück ins Krankenzimmer. Aber sobald wir das Physiklabor verließen... Oh. Ah, Celeste, solltest du nicht eigentlich im Krankenzimmer gerade sein? Etwas ist passiert. Ja, wir haben es schon von Makoto gehört. Ifumi ist auch tot, richtig? Und das ist nicht alles. Sie ist weg. Ha? Meinst du Hina? Sie ist verschwunden. Verschwunden? Ifumis Leiche ist verschwunden. Was? What did you say? Wovon redest du? Die Leiche ist verschwunden? Sei nicht albern. Come on. Ist dies dein Ernst? What? Was zur Hölle passiert gerade? Lass uns sofort das Krankenzimmer untersuchen. Ich bin praktisch die Treppe hinuntergesprungen und bin fast gestolpert. Endlich kam ich ins Krankenzimmer an, völlig erschöpft und außer Atem. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ifumis Leiche war vor ein paar Minuten noch hier. Sie ist weg? Celeste und ich gingen auf die Toilette, aber nur für eine Minute. Und als sie zurückkam... Indeed. Es muss die Arbeit des Täters sein. Wahrscheinlich schleppte er die Leiche weg. Er muss das wohl genießen. Er genießt den Anblick, wie wir hier stehen, verängstigt und verwirrt. Wir werden hier alle sterben. Wir werden sterben, genau wie diese Jungs. What did you say? Das glaube ich nicht. Wie kann eine Leiche einfach so verschwinden? Why? Zuerst geschahen zwei Morde. Und jetzt wurde eine Leiche entfernt? Das ist unnatürlich. Oh. Alma, was meinst du mit zwei Morden? Hina. Taka wurde auch getötet. Wir fanden ihn tot im Ausstattungsraum. No way! Das kann nicht sein! Taka auch? Das ist ein Traum. Bitte! No. Nein! Hina. Hina, beruhige dich.
Wir werden alle sterben. Alle. Er wird uns alle ermorden. Ich frage mich, wer das nächste Ziel sein wird. Vielleicht Toko? Ha? Huh? Ich habe total vergessen, dass sie noch bewusstlos im Ausstattungsraum liegt. Well. Ihr habt sie am Tatort alleine gelassen? Wir hatten keine Wahl. Als sie in Ohnmacht fiel, wollte sie nicht aufwachen. Huh? Also ist sie immer noch ohnmächtig. Warte. Also wusstest du, dass sie noch da drin war, aber hast nichts gesagt? Warum? Dieses nervige kleine Insekt ist wie eine Klette. Es wäre ohne sie viel entspannter. Bastard! Warum bin ich hier der Bastard? Auch du hast sie dort vergessen. Man muss nicht nur mir die Schuld geben. Hört mit dem Streit auf! Zuerst müssen wir zurück ins Labor! Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will, dass irgendjemand mehr stirbt. Yakuya, wenn Toko etwas zugestoßen ist, werde ich dir niemals vergeben. Wir schossen aus dem Krankenzimmer und erreichten nach einer gefühlten Ewigkeit endlich den zweiten Stock. Dann spritteten wir in den Ausstattungsraum. Und dort... Toko! Gott sei Dank geht es hier gut. Aber sofort danach fiel es mir auf. Hier war etwas sehr anders. Sie war weg. Takas Leiche, die hier sein sollte, ist verschwunden. This is... Wie ist das möglich? Halluzinieren wir etwa? Nein, das ist keine Halluzination. Ich weiß, was ich vorher sah. Und das, was ich jetzt sehe, ist nicht das Gleiche. Was also? Ist Taka auch verschwunden? Stop talking. Sie sind nicht verschwunden. Sie können sich nicht in Luft auflösen. Offensichtlich hat jemand die Leichen irgendwo versteckt. Aber warum würde man das tun? Woher soll ich das bitte wissen? Jedenfalls scheint uns der Mörder klar, die Jagd weiterführen zu wollen. Wir müssen uns beeilen und ihn einfangen, bevor er uns alle tötet. Not possible. Und darüber musst du dir keine Sorgen machen. Was? Denk mal nach. Wer könnte verantwortlich dafür sein, dass die Leichen der Teilnehmer versteckt werden? Wenn Hifumi seinen letzten Schrei ausließ, war jeder auf dem zweiten Stock. Danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Und jetzt sind wir erneut alle anwesend. Also sind die einzig möglichen Täter Hiro oder Kyoko, die immer noch fehlen. Halt mal! Kyoko hat ein Alibi, als Celeste und Hifumi attackiert wurden. Ohne Zweifel war sie in der Cafeteria bei den Attacken. Du scheinst sehr hartnäckig zu sein, Kyoko zu verteidigen, Vielleicht bist du verliebt. Das ist es nicht! That's fine. Jedenfalls akzeptiere ich, dass Kyoko ein Alibi hatte. Let's see. Es würde heißen, dass das verdächtige Individuum nur Hiro sein kann. Nicht wahr? Das würde wiederum bedeuten, dass es keine weiteren Morde geben kann. Erinnert ihr euch an jene Vorschrift? Oh, stimmt. Es gibt eine Regel, die besagt, dass man maximal nur zwei Leute töten darf. That's right. Solange die Vorschrift aktiv ist, wird es keinen dritten Mord geben, wenn es dazu käme. Würde ich denjenigen aufspießen, der würde Pasta werden. Wusstet ihr, dass Fischpasta auch Muschelfische, Schrimps und sogar Krabben beinhalten kann? Let's see. Da also bereits zwei Teilnehmer aus dem Spiel entfernt wurden, ist dies vorerst das Ende. Perhaps. Das wusstest du schon die ganze Zeit, oder, Byakuya? Deswegen wusstest du, dass Toko sicher war, oder? Trotzdem finde ich, dass wir ohne sie besser dran sind. In other words. Jedenfalls können wir uns nun entspannen und nach den zwei fehlenden Leichen suchen. Die zwei fehlenden Leichen. Zwei Menschen wurden getötet und deren Leichen wurden irgendwo versteckt. Der Einzige ohne Alibi, der Einzige, der es hätte tun können, ist Hiro. Aber das glaube ich nicht. Der Fall ist viel komplexer. Aber was ist mit Kyoko? Wenn sie nicht im Fall involviert wäre, wo würde sie dann jetzt sein? What? Makoto, warum das Gesicht? Ha, es ist nichts. Was auch immer. Wir müssen diese Körper finden, bevor das Klassengericht beginnt. So then. Denn wir teilen uns jetzt erneut auf und beginnen endlich mit der Suche. But... Aber
brauchst keine Angst zu haben. Momentan können keine weiteren Morde mehr geschehen. Ich weiß das, aber... Gina, wenn du trotzdem nervös bist, kann ich dich begleiten. Okay, danke. Kein Problem. Beginnen wir. Yakuya verließ den Ausstattungsraum. Den Rest im Schlepptau. Ich muss versuchen, sie zu finden. Die Leichen oder Hinweise, ha? Kann ich vielleicht hier noch ein bisschen mich umschauen oder so? Ist hier etwas für mich? Hier scheint gar nichts zu sein, oder? Hier fällt mir... Gott, hab ich mich gerade erschrocken von dem Rauschen. Hier scheint nichts zu sein. Okay, gehen wir nach da hinten. Schauen wir da um. Schauen wir mal hier rein. Da liegt Notoko immer noch bewusstlos rum. Der Blutfleck und der Hammer ist dort. Auf dem Hammer ist aber kein Blut. Takas kompletter Körper ist verschwunden. Nur eine klumpige Blutpfütze zurücklassend. Dann hier der Hammer. Ein weiterer Hammer. Und anscheinend ist er aus Holz. Er ist sogar noch größer als die anderen. Gerechtigkeitshammer Nummer 4. Ist das Werk des Individuums? Toko? Toko ist... Hat sie Angst vor Blut? Dann wird sie wohl nicht. Also lasse ich sie erstmal ruhen. Okay. Dann anderer Plan. Ich würde behaupten, ich möchte vielleicht erstmal... Wo will ich erstmal hin? Entweder Hifumis Ort, also Todesort, also die Nursery, das Krankenzimmer, oder aber der Kunstraum. Wenn wir sowieso hier oben sind, der Kunstraum, und zwar erinnert euch daran, dass hinten im Bereich, dass da Hämmer hingen. Ich weiß halt nicht, ob nicht irgendjemand die Hämmer präpariert haben könnte und die umgemalt hat oder so, ja, für das ganze Spiel. Aber da waren verschiedene große Hämmer. Nicht wahr, Sakura? Wir müssen nach den verschwundenen Leichen suchen. Danach gucken wir, was zu tun ist. Okay, erstmal die Leichen finden. Wo könnten die Körper sein? Ha? Die Tür muss wohl versperrt sein. Kann ich nichts machen? Okay, scheinbar ist die Tür komplett versperrt. Ich habe hier keine anderen Sachen, ne? Interessant. Okay. 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 Dann suchen wir mal ganz in Ruhe nach den Leichen. Dass man sowas sagen kann, ne? Sowas sagen muss hier in Danganronpa. Mal ganz in Ruhe nach den Leichen schauen. Kein Problem. Das könnte auch eine lange Erkundung sein, ne? Vielleicht ist es das erste Mal, wo ich wirklich meine Versprechen wahrhalte. Und tatsächlich mal... Recording Room. Vielleicht könnte in jeden Raum mal reinschauen, den wir betreten können. Und tatsächlich mal... Achso, ja. Recess Room, nicht Recording Room. Und tatsächlich mal was in zwei Teile aufteile. Ist es dann zum Raum verlassen? Die Gegend verlassen? Nein. Seht ihr, manchmal ist das aber zum Gegend verlassen. Nicht immer. Celeste, wurde sie wirklich mit dem Gerechtigkeitshammer Nummer 1 angegriffen? Aber was zur Hölle ist das Teil denn? Ein Hammer. Was denn? Oh. Makoto. Come on. Warum stehst du hier rum? Wir müssen in das Kunstlager gehen. Ha, habt ihr... Indeed. Ja. Die Leichen von Hifumi und Taka wurden anscheinend im Kunstlager versteckt. Goodbye. Ich habe Hina und Sakura bereits benachrichtigt. Wir gehen schon mal. Deren Körper waren im Lager des Kunstraumes? Mein Riecher war vollkommen richtig. Nur hat mich das Spiel natürlich erstmal nicht reingelassen wollen. Ich bin ein Spiel. Ich bin gemein, ich lass dich nicht rein. Okay. Aber jetzt, ne? Sind die Leichen hier irgendwo? Na, hinten, ne? Ich frage mich, wo sie versteckt sind. Ja, so feige wie die Leichen sind, haben sie sich sicher irgendwo verborgen. Dort ist das Lager. Der Türknopf drehte sich. Anscheinend ist die Tür jetzt entsperrt. Dann habe ich keine Wahl. Ich gehe hinein. Ich öffnete also die Tür. Und als ich das Lager betrat, sah ich sie. Beide. Die zwei Leichen, die verschwunden sind, sind hier. Der Geruch des Blutes brachte mich zum Würgen. Was ich sah, war eine fragwürdige, grausame Realität.
So ekelhaft. Und dann hörte ich die Durchsage ein zweites Mal. A body has been discovered. After a certain amount of time, which you may use however you like, the class trial will begin. Ein Körper? Endlich! Lasst mich euch schnell die Monokuma-Akte geben! Oh, dankeschön. Obwohl sie euch sofort geben wollte, dachte ich schon, dass noch etwas passieren würde. Es war sehr schwer, es nicht zu tun, aber anscheinend habe ich klug gehandelt. Stimmt. Die Akte war vorher nicht da. Smart. Gib sie mir einfach. Also, ermittelt gut für das baldige Gericht. Bis gleich. Nun denn, da wir jetzt beide Leichen gefunden haben, müssen wir nur noch den Täter finden. What the heck? Halt! Wie kannst du so ruhig sein? Ich meine, sie sind tot, verstehst du? Tot! Für immer! Sie kommen nicht mehr zurück! Schrecklich! Das ist einfach so schrecklich! Ina brach plötzlich in Tränen aus. Sie kniete sich hin und umschloss Hifumis Leiche. Who would do this? Why? Why? Große nasse Tränen fielen von ihrem Gesicht und jene landeten auf Hifumis Wangen. Wenn dies ein Mädchen gewesen wäre, hätte Hifumi jetzt seine Augen geöffnet. Aber dies war keines, ein Märchen. Dies war kein... He's alive again? Where am I? Cold. So cold. Is winter coming? Hifumi, wake up! That's right. I remember now. Hope's Peak. Come on, you gotta wake up! I remember everything before I met you all. I met you all. Es ist nicht synchronisiert. Okay. Seine Erinnerungen vermischen sich. Bietet uns nichts Nützliches mehr. The light. It's reaching out to me. Like the tail of a comet. Hey, Hifumi! Who was it? Who attacked you? Who tried to kill you? Who killed me? That's right. I remember their name. Yasuhiro. Seine Augen schlossen sich und sie haben sich nie wieder geöffnet. Ein zweiter Tod. Absoluter, kalter Tod. Egal wie viele Tränen Hinas die Wangen von Hifumi erneut berührten, es gab kein zweites Wunder. Jetzt ist es wieder Zeit für die Realität. Wir leben in keiner Fantasiewelt. Tränen können jemandes Gesundheit nicht genesen. Honestly. Du hast keine Tränen, oder? Kein Blut in deinen Adern, kein Kalzium in deinen Knochen. Nur reines Fleisch. Stop talking. Ich bin bloß empört. Natürlich musste er zurückkehren und uns mit unnötigen Todesworten aufklären. Wie nervig. Dieses Spiel ist nun äußerst langweilig. Er sagte Yasuhiro, richtig? Then perhaps... Yasuhiro Hagakure. Dies ist die einzige Person, die er hätte meinen können. So in other words... Und damit wäre der Fall geschlossen. Ein attackierendes, tötendes Individuum, das die Leichen seiner Opfer versteckt. Die Straftäter, der sein Gesicht hinter der Maske versteckt und Menschen mit einem Hammer erschlägt. Ist das Hiro? What is this? Wenn das wahr ist, kann ich ihm niemals vergeben. Niemals! Er hat zwei unserer Freunde getötet!
Jedenfalls wird es langsam Zeit, den Täter dieses Leben-Tod-Spiel zu analysieren. Obwohl, dieses meist ist nicht gefährlich. Das Gericht wird ohne Probleme beendet. Ja, so erscheint es. Es wird erneut beginnen. Wir müssen das schon wieder machen. Ich muss es akzeptieren. Ich habe keine Wahl. Ich muss es machen, damit alle überleben. Dafür muss ich es machen! Okay, so lang? 20 Minuten, nachdem wir die Leichen entdeckt haben. Erste richtige Ermittlung. Zuerst sollte ich die Monokuma-Akte lesen. Die Opfer sind Hifumi Yamada sowie Kiyotaka Ishimaru. Der Todesgrund beider Individuen ist ein Kopfschlag. Die Mordwaffe ist recht ähnlich. Das war's? Very strange. Ziemlich seltsam. Dieses Mal besitzt sie sogar noch weniger Informationen als zuvor. Das stellt kein Problem dar. Schließlich haben wir die Tragödie selbst erlebt. Wir sollten deshalb bereits mehr wissen, als die Akte uns verrät. Hm. Vielleicht. Well. Es gibt da etwas, was mich beschäftigt. Fehlt nicht jemand schon sehr lange? Kyoko, meinst du richtig? Perhaps. Ohne Zweifel hatte sie ein Alibi, als Celeste und Hifumi attackiert wurden. Aber vielleicht agierte der Mörder nicht allein. Könnte es sein, dass es einen Komplizen gab? Ein Komplize? Ein Komplize? Was gedenkst du zu tun? Bitte geh sofort. Sei nicht so unhöflich! Ich will eure Fragen beantworten. Welche Fragen? Ihr redet über Komplizen, richtig? Erinnert ihr euch an das erste Class Trial? Speaking of which, I'd like to ask the bear, if there is an accomplice, do they also become blackened? So you ask, and so I shall answer. Each murder is allowed to have an accomplice, but only the one who does the killing will get to graduate. So in other words, two people can work together, but one of them has no chance of profiting from it. Then there's no way anyone would work together, right? In other words... Grundlegend also kann es einen Komplizen geben, aber er erhält dadurch keine Vorteile. So then. Also arbeitet auch dieses Mal immer mit dem Mörder? Das wolltest du sagen, nicht wahr? Hey, Vielleicht? Vielleicht nicht. Würde ich es sagen, wäre der Austausch von Informationen unter euch behindert. Verzeihung? Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht vergesst, egal wie viel ihr helft in einem Mord. Nur der Mörder kann einen Abschluss absolvieren. Der Komplize wird Arrest behandelt. Wird wieder Arrest behandelt. So in other words, dann müssen wir nur den Täter finden, der gemordet hat, richtig? Well? Okay, ich werde es kurz auch einmal erklären. In diesem Klassengericht müsst ihr den wahren Täter finden. Der wahre Täter? Gibt es mehr? Well now. Aber das reicht. Der Rest liegt an euch. Viel Glück! Grundsätzlich kann es nur einen Gebrandmarkten geben. Ein Komplize würde keine Vorteile daraus ziehen. Dann kann ich mir nicht vorstellen, wie Kyoko mit dem Fall irgendwie verbunden sein könnte. Hm. Vielleicht liegst du da richtig. Aber wenn das stimmt, dann wo ist Kyoko? However. Sofern sie nichts mit dem Fall zu tun hat, ist das erstmal egal. Zurück zur Ermittlung. Indeed. Ohne Zweifel ist Hiro schuldig. Aber einen tieferen Einblick in seine Schandtaten zu haben, wäre nicht grausam. So, Aber wäre es nicht besser, sie in Frage zu stellen? Ich meine, Genocide Jack? Was? Ich bin beleidigt! Oh. Du? Wann bist du? Ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht, Meister! Als ich aufwachte, warst du nicht da! Jedenfalls du Milchsack! Huh? Milchsack? Warum musste ich so eine Verdächtige sein, ha? What the heck? Nun ja, weil du ein Serienmörder bist. Ja und? Bedeutet das, dass ich jedes Mal die Einladung als Verdächtige annehmen muss? Ich habe ein Alibi. Da hat sie allerdings recht. Als wir Hifumis Schrei hörten, war sie bei mir. Und als die Leichen verschwanden, lag sie immer noch bewusstlos im Ausstattungsraum. Zudem, Takas Körper ausgeschlossen, hätte sie nie und nimmer Hifumis Körper tragen können. Ja. Außerdem kalkuliere ich jede Bewegung meinerseits. Niemals werde ich so offensichtlich und direkt töten. Man nennt mich nicht umsonst den mörderischen Teufel. Well.
What are you saying? Über so etwas sollte man nicht prahlen. Let's see. Bezüglich der Leichen. Wer wird dieses Mal Wache stehen, bevor sie erneut verschwinden? So then. Ina und ich könnten das tun. Ist das für dich in Ordnung, Ina? Hm. Ja, sonst wäre ich sowieso total nutzlos. It's all clear now. So viel dazu. Beginnen wir. Alles ist so komisch. Alle außer einer Person haben ein Alibi. Also sollte die Wahl dieses Mal nicht schwer sein, richtig? Aber vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich wette, dass es nicht so offensichtlich ist. Munition. Monokuma Akte 3. Ja. Okay. Erst einmal haben wir da die Hämmer. Hier hängen viele Hämmer verschiedener Größen an der Wand. Ein paar sehen allerdings mehr wie Klopfer aus. Warte. Klopfer? Sind die Gerechtigkeitshämmer vielleicht von diesen Modellen hier inspiriert? Jedenfalls sehen sie schon sehr abgenutzt aus. Alle sind bedeckt mit weißem Puder und Steintrümmern. Warte. Aus irgendeinem Grund ist dieser hier kein bisschen dreckig. Und er scheint nass zu sein. Hat ihn jemand gewaschen? Sauberer Hammer wurde von den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Taka. Er wird sich nie mehr bewegen können. Laut der Monokuma-Akte sei Taka von einem Kopfschlag gestorben. Wir haben den Gerechtigkeitshammer Nummer 4 in der Nähe seiner Leiche im Ausstattungsraum gefunden, ha? Huh? Und eine Plane wurde unter seinen Körper platziert. Hat der Mörder dies benutzt, um die Leiche zu bewegen? So würde schließlich keine Blutspuren zurückgelassen werden. Blaue Plane wurden den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Hifumis großer, kalter Körper liegt auf dem Boden. Hifumis sehr großer Körper. Ich meine, wie auf Erden konnte der Mörder so etwas Schweres bewegen? Vom Krankenzimmer ins Kunstlager. Vom Erdgeschoss auf den zweiten Stock? Ohne dass das jemanden auffällt? Wie zur Hölle? Es bringt nichts. Ich habe keine Antwort. Darüber kann ich mir später nachdenken. Erst einmal muss ich Hifumi selbst angucken. Wenn ich mich recht erinnere, war Hifumis Todesgrund ein Kopfschlag. Wahrscheinlich war es der Gerechtigkeitshammer Nummer 3, der im Krankenzimmer nach seinem Tod lag. Hä? Huh? Warte. Etwas ist komisch. Bilde ich mir das nur ein, oder... Etwas ist doch anders, oder? Etwas hat sich mit Hifumis Leiche verändert. Genau, seine Brille! Als seine Leiche im Krankenzimmer war, war seine Brille sehr blutig. Aber jetzt ist sie komplett sauber. Bedeutet das, dass jemand seine Brille säuberte? Aber wer würde so etwas tun? Und warum? Hifumis Brille wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Ja, warum sollte man sowas tun, ne? Ich glaube, wir haben sonst hier nichts mehr, ne? Byakuya, hast du noch etwas, ne? Byakuya, glaubst du wirklich, dass es Hiro war? Hm. Es ist schwer, andere zu beschuldigen. Als die Attacken, Morde und Transportationen geschahen, hatten alle hier ein Alibi. Und Hifumis Todesworte? Ja, er sagte Yasuhiro. So in other words, ich glaube nicht, dass wir jemand anderes zurzeit verdächtigen können. Okay, aber wenn er es wirklich gewesen wäre, warum hätte er seine Identität verstecken wollen, indem er das komische Kostüm getragen hätte? Hm. Vielleicht dachte er, dass er sicher sei, sofern sein Gesicht bedeckt wäre. Es würde mit seiner fragwürdigen Persönlichkeit übereinstimmen, nicht? Ich meine, er ist ein bisschen dumm. Aber ist das wirklich genug, um ihn zu verurteilen? Irgendwie ist hier in dem Netz der Vorfälle ein Beweis versteckt. What? Und das war's? Das war alles, was dich zum Nachfragen dieses Falls erregte? Nun, nein, es gibt noch mehr. Warum versteckte der Mörder die Leichen? Hm. Er wollte vermutlich, dass wir sie nicht finden. Und dementsprechend eine Ermittlung vermasseln. Aber dafür haben wir die Leichen recht früh gefunden, oder? Wie gesagt, der Mörder dieses Falls ist dumm. Ist das wirklich alles? Ein anderes Thema beschäftigt mich. Warum hat er zwei getötet? Was? Die Regel besagt, dass man einen Abschluss absolvieren kann, wenn man mindestens eine Person tötet. Als der Mörder die höchste Priorität nicht... Als Mörder ist die höchste Priorität, nicht entdeckt zu werden. Also warum würde man sich durch das Töten von zwei Teilnehmern mehr Beweise hinterlassen wollen? I
see. Halt. Vielleicht. Ich verstehe. Das bedeutet. Ist alles okay? That's enough. Wir sind keine Freunde. Ha? Huh? Was ist mit deinem Verhalten auf einmal? Aber du hast einen Bruchteil meiner Dankbarkeit. Goodbye. Dank dir habe ich den Spaß gefunden. Seine mysteriösen Worte blieben zurück, als er fast schleichend das Lager verließ. Hat er etwas herausgefunden? Aber warum würde er mir da nichts sagen? Dieses Mal gibt es zu viele Aspekte, die wir beachten müssen. Vielleicht wäre es deswegen keine schlechte Idee, die Vorfälle erneut im Kopf durchzugehen. So then. Soll ich die Ereignisse schildern? Ich meine, hätten wir als Recap, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber schön, dass wir ein Recap haben mit Sakura. So, Hey, Makoto. Ich habe nachgedacht. Das Lager hier. Huh? Was ist damit? Nachdem Hifumi und Taka verschwanden, teilten wir uns auf, richtig? Da ich total Angst hatte, blieb ich bei Sakura. Und wir wollten ins Lager, um zu gucken, natürlich. Aber als wir ankamen, war das Lager versperrt. Und wir konnten nicht rein. Versperrt? Zudem sind wir hier sofort reingegangen. Also hätte uns niemand zuvorkommen können. Wer hat es also versperrt? Und warum ist es jetzt offen? Das frage ich mich auch. Die Tür war versperrt, als die Suche nach den Leichen begann. Aber jetzt ist sie soweit offen? Dort ist irgendwo ein Geheimnis versteckt. Ich muss dieses Areal wahrscheinlich verlassen, um es analysieren zu können. Oh, danke schön. Dann kann ich mir die Tür von draußen angucken. Oh. Dieser ist die Tür, die laut Tina versperrt wurde. Ups. Definitiv gibt es ein Schloss, der diese Tür. Für diese Tür. Man kann sie nur im Lager abschließen. Auf der anderen Seite der Tür sehe ich keine Möglichkeit, sie zu schließen. Die Tür kann man nur von der Lagerseite abgeschlossen werden. Das wirft Fragen auf. Hina und Sakura haben bestätigt, dass die Tür versperrt war, als die Suche nach den Leichen begann. Und die Tür wurde so platziert, dass sie nur aus dem Lager heraus abgeschlossen werden kann. Anders gesagt, als Hina die Tür vergebens aufmachen wollte, war jemand bereits im Lager und verschloss es. Sobald er mit seinen Taten hier fertig war, entsperrte er die Tür und ging. Aber wie? Aber Hina behauptet, dass niemand ihr zuvorgekommen war. Sie war die Erste hier. Interessant. Tür für das Lager wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Jupp. Okay. Das ist natürlich kompliziert, ha? Huh? Das ist wirklich kompliziert. Ich habe, glaube ich, alles mir angeschaut, ne? Wo können wir am besten hin? Ins Nursery, oder? Ne, warte mal. Physikraum. Physikraum. Wir gehen zum Lager. Ich bin hier noch nicht fertig. Bin ich nicht? Oh, da ist was. Ein Transportwagen, der keinen Griff hat. Ich habe ihn schon zuvor im Kunstraum gesehen. Mit ihm werden wohl Statuen bewegt. Es ist komisch, aber wenn man sich bückt, kann man ihn recht einfach bewegen. Wenn man sich bückt? Ha? Aber warte. War der Wagen nicht im Ausstattungsraum, als wir Takas Leiche gefunden haben? Und wenn man sich die Räder anschaut, kann man eindeutig Blut erkennen. Die Räder des Wagens sind also blutig, nachdem er von dem Ausstattungsraum in das Kunstlager bewegt wurden. Was ist die Erklärung dahinter? Transportwagen? Ja, okay. Es muss doch noch mehr Beweise geben. Vielleicht sollte ich woanders weiter ermitteln. Ja. Es gibt definitiv noch interessante Orte für mich. Das Krankenzimmer, wo Hifumi starb, und der Ausstattungsraum, wo Taka starb. Ja, dann gehe ich jetzt ins, in den Physikraum, Ausstattungsraum. Ausstattungsraum ist ein interessanter Begriff, ja? Aber, ja, let's go. Ja. Boah. Kennt ihr das übrigens? Dass ihr, wenn ihr einen Stuhl habt, ja, und ihr geht die ganze Zeit an die Maus, ja? Und eure Armlehne ist so ein bisschen tiefer als der Tisch. Und habt ihr die ganze Zeit vielleicht so ein leicht einschlafendes, schlafende Hand. Und ihr die ganze Zeit an der Maus hängt. Das hab ich irgendwie gerade. Wahrscheinlich habe ich die Maus heute wieder viel benutzt, weil ich davor auch noch Sims gestreamt habe. Aber ja.
Meine rechte Hand schläft ein bisschen ein. Uiuiuiui. Also ein bisschen vorsichtig halten. Ja, Physikraum. Jetzt habe ich mich voll verplappert, voll verlabert. Oh, Fully, laber nicht so viel. Geh mal los. Geh mal entdecken. Geh mal untersuchen. So. Den Raum können wir easy noch untersuchen, ne? Dieses Geräusch immer. Da denkt ihr immer, es gibt eine 50-Euro-Donation. Aber das ist dem Filler doch nicht während Offlines gegönnt, ne? Oh, Genocide Jack ist hier. Man kann auf jeden Fall eine Reifenspur erkennen, die aus der Blutlache führt. Das erinnert mich an den Wagen in dem Kunstlager. Die Reifen waren doch blutig, oder? Kommt das Blut also von hier? Das würde heißen, dass Takas Leiche von dem Ausstattungsraum in das Kunstlager bewegt wurde. Da beide Orte auf dem zweiten Stock sind, kann ich mir definitiv eine Transportation vorstellen. Blutlache wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Aber selbst wenn der Wagen benutzt wurde, um Takas Leiche zu bewegen, dann was ist mit Hifumi? Hifumis Leiche war im Krankenzimmer im Erdgeschoss. Selbst mit einem Wagen konnte man ihn nicht auf den zweiten Stock transportieren. Das ist immer noch ein Mysterium. Hast du was zu erzählen? Ich habe genau hier geschlafen, als der Killer die Leiche wegschleppte. Wie angepisst ich bin, dass ich solch einen raren Vorfall verpasst habe. Ich dachte, das wäre eine Frage. Der vierte Gerechtigkeitshammer. Die Waffe der Taka erledigte. Die Leiche wurde bewegt, aber die Mordwaffe wurde zurückgelassen. Sehr seltsam. Okay, jetzt überlegen wir mal. Wir haben halt noch das Krankenzimmer, ne? Ja, da können wir auf jeden Fall auch noch rein. Let's go ab ins Krankenzimmer! Kann ich nicht von hier aus direkt dahin? Moment. Moment. Schuhkarte. Erster Stock, ne? Archiv, Bücherei, Flur. Nee, ist das hier überhaupt? Ich glaube ja. Klassenzimmer. Bad. Archiv. Nee. Hier ist gar kein Krankenzimmer. Ist das Krankenzimmer im Erdgeschoss? Oh. Krankenstation, ja. Ab hier. Erdgeschoss. Da, Nurse, ja, genau. Und Celeste ist hier. Ich meine, wir haben die Blutlache von Hifumi, ne? Okay. Kann ich die erkunden? Den Mülleimer? Hat die mal was versucht wegzuwerfen? Nur ein normaler Mülleimer. Aha. Warte, da ist etwas drin. Es ist zu klein für ein Taschentuch. Es muss wohl ein Brillenputztuch sein. Ich kann einen komischen Cartoon-Charakter drauf erkennen. Aha, es ist blutig! Oh. Ah, du hast etwas gefunden. Ja, im Mülleimer war eine Art Brillentuch. Huh? Brillentuch? Und es ist völlig in Blut getaucht. Wem auch dies gehört? Jemand hat es benutzt, um viel Blut wegzuwischen. Aber wer würde so etwas machen müssen? Wer wohl? Ich meine, gut, vielleicht... Nee, man kann gar nicht in verschiedenen Reihenfolgen das erkennen. Wir konnten den Raum ja gar nicht verlassen, bis wir nicht herausgefunden haben, dass etwas anders an Hifumis Brille ist. Also komm schon, Makoto. Benutz Kopf, benutz dein Hirn. Ich habe keinen Schimmer. Ja, Dito, aber ich glaube, dass es wichtig wird. Brillenputztuch wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Nee. Celeste, hast du noch etwas? Was ermittelst du, Celeste? Nichts. Ich wandere einfach herum, um Hiro zu finden. Was ist mit dir? Und naja, ich guck mir alles an. Das größte Rätsel in meinen Augen ist die Transportation von Hifumis Leiche. Wie wurde Hifumi bewegt, ah? Als er verschwand, solltest du eigentlich im Krankenzimmer gewesen sein, richtig? Yes, indeed. Korrekt. Da Hina sich schlecht fühlte, blieb ich zurück, um für sie zu sorgen. Allerdings schien es sich schlechter und schlechter zu gehen, weswegen ich sie auf die Toilette brachte. Und als ihr wieder zurückgekommen seid, war die Leiche fort. Aber wir waren für kaum 2 Minuten weg. Ja, Hina hat das Gleiche gesagt. Also war der Mörder in der Lage, in dieser kurzen Zeit Hifumis Leiche zu bewegen. Indeed. Anscheinend. Jemand wie Hifumi in ein paar Minuten zu bewegen, das erscheint mir schwer. Das ist unmöglich.
Celestias Aussage wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Ist da noch was drin? Ein Kühlschrank. Sind da eventuell Getränke drin? Nun ja, ich kann es ja mal versuchen. Hier sind recht viele Blutpakete. Aber ein Vampir bin ich noch nicht. Ah. Okay. Nicht relevant für irgendwas? Nein? Okay. Dann gehen wir mal los. Aber wo möchte ich hin? Ich bin echt hart am Überlegen. Wo würde ich hingehen wollen, ja? Im Gym? Nee, da ist niemand, oder? Toilette? Nein. Da der Ausgang? Ich meine, manchmal steht hier jemand. Boah, ich bin echt lost. Jetzt zu wissen, wo man hin müsste. Uiuiui. Ja, es gibt keinen offensichtlichen Raum gerade, ne? Naja, ich kann mir das mal anschauen, aber da sollte nicht viel anders sein. Die Handbücher von denjenigen, die bis hierher nicht überleben konnten, wurden hier platziert. Aber dieses Mal ist es unwichtig. Ja, wollte gerade sagen, es ist eigentlich echt irrelevant. Okay, das ist ein bisschen eine taffe Nuss, ne? Wo will ich hin? Wo würde ich hin wollen? Vielleicht wieder zu uns irgendwie? Ich sollte mir zuerst das Schulareal angucken. Okay, Schulareal, ja. Erstmal was zu trinken. Ein bisschen. Können wir vielleicht Hinweise finden wegen Alter Ego? Beim Pool oder so? Also wieder ein Hoch und dann Richtung Pool. Nee, das war nicht beim Pool, das war beim Bad, ne? Quatsch. Ich meine, ich kann da trotzdem hingehen. Gibt nicht so viele Räume, die ich mir anschauen kann. Man weiß ja nie. Nee, ja, warum sollte hier was sein? Ich meine, ich kann mir alle Räume anschauen, ne? Die Tür der Mädchenumkleidekabine. Ich kann sie nicht entriegeln und ich will es auch nicht. Hier kann ich wenigstens freuen. Während was? Das Poster sauber. Ich meine, ergibt Sinn, aber... Ich zum Pool? Ich meine, das ist ja auch das Ding. Der Pool existiert, aber wir mussten noch nie hin, ne? Jetzt wieder absolut gar nichts. Aber gehen wir dann etwas in den anderen Bereichen? Vielleicht bei Taka noch? Vielleicht dann doch beim Kunstraum? Vielleicht außerhalb, also im Kunstraum selber und nicht im Lagerraum, ja? Vielleicht da? Ich bin echt hart am Überlegen. Wo könnten wir noch was finden? Vielleicht noch die eine oder andere Aussage annehmen? Vielleicht hätte ich ja mit Sakura reden müssen und ihre gesamte Aussage dann quasi aufzeichnen müssen. Aber hätte mich das Spiel dann aus dem Raum gelassen? Ich meine, das Spiel hat mich so oder so nicht aus dem Raum... Ja, vielleicht durfte ich nur dann aus dem Raum, wenn ich mit Hina geredet habe, für das Abschließen, ne? Ja, vielleicht ist das der Sinn. Vielleicht können wir ja easy peasy noch mit Sakura reden. Irgendwas in den Spinden? Ein Spind. Er ist allerdings nicht sonderlich besonders. Sonderlich unbesonders, ich merke schon. Ja, dann... Sakura, hast du was für mich? Ist ja eigentlich sonst irgendwas. Nee. Sakura? Dieses Mal. Ja, okay, vielleicht wäre es besser. Ja, schilder mir mal die Ereignisse. Ja, tue das. Heute Morgen trafen sich nur 4 Leute in der Cafeteria. Ina, Kyoko, du und ich. Wir haben auf die anderen gewartet, aber da sie nicht kamen, wollten wir nach ihnen suchen. Die Suche begann ungefähr 8 Uhr. Und sobald wir uns aufgeteilt hatten, verschwand Kyoko. Danach fand Hina Celeste im Erholungsraum des 2. Stocks und informierte uns beide. Laut Celeste sei sie von einem verdächtigen Individuum geschlagen und in Ohnmacht versetzt worden.
Sie wurde also vor ungefähr einer Stunde attackiert, als wir sie gefunden hatten. Das würde dann ungefähr 7 Uhr sein. Als wir uns das Foto ansahen, sahen wir das erste Mal diesen komischen Mann. Er war Robo Justice. Zudem wurde es offensichtlich, dass er Hifumi wegschleppen wollte. Nachdem wir Toko und Byakuya auf dem Flur getroffen hatten, suchten wir nach dem Täter. Dann fanden wir einen verletzten Hifumi in der Bücherei auf dem ersten Stock. Wir brachten ihn ins Krankenzimmer, welches im Erdgeschoss sich befand, und setzten unsere Suche fort. Allerdings dauerte es nicht lange, bevor... Was ist? Ich sah einen Schatten bei den Treppen. Wir gingen in den ersten Stock, basierend auf Celestias Aussage, und teilten uns auf für die Suche. Aber sofort passierte es. Celeste hat geschrien. Dieses Mal sah sie den Verdächtigen im zweiten Stock der Akademie. Deswegen rannten wir schnell dahin. Celeste, was ist passiert? Das war ein recht intensiver Schrei für dich. Ich sah ihn, den Mann. Er rannte weg, sobald ich geschrien habe. Durch die Treppe blockierte, verschwand er weiter in den Flur. Und dann... Ja! Hä? Was war das? Es kam von unten, es muss... Hifumi, wir Idioten haben ihn allein im Krankenzimmer gelassen. Das ist schlecht. Gott, wir müssen zurück. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Celestina und ich gingen zurück ins Krankenzimmer, um nach Hifumi zu schauen. Währenddessen bist du mit Byakuya und Toko im zweiten Stock geblieben, um den Verdächtigen zu jagen. Als wir jedoch das Krankenzimmer erreichten, fanden wir Hifumis Leiche. Kurz danach hörten wir die Leichenankündigung. Danach habe ich Celeste und Hina alleine gelassen, um euch von dem schrecklichen Fund zu informieren. However. Allerdings hatten wir bereits Takas Leiche im Ausstattungsraum gefunden. Man kann behaupten, dass beide Leichen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt entdeckt wurden. Denn ich erinnere mich, dass wir auch die Leichenankündigung hörten, nachdem wir ihn fanden. Und danach kam ich zu euch mit dem Ziel, euch von Hifumis Tod zu informieren. Da wir verzweifelt waren, rannten ich und Byakuya zurück ins Krankenzimmer. Toko wurde zurückgelassen, welche ohnmächtig war. Aber wir kamen nicht weit, bevor wir in Celeste rannten, welche uns von einem merkwürdigen Mysterium erzählen wollte. Fumis Leiche ist verschwunden. Wir beeilten uns ins Krankenzimmer, wo wir Celestias Aussage bezeugten. Er war weg. Kurz danach haben wir uns an Toko erinnert, weswegen wir zurück in den Ausstattungsraum rannten. Wie ist das möglich? Halluzinieren wir etwa? Dieses Mal war auch Takas Leiche verschwunden. So, dann haben wir mit der Suche der Leichen angefangen. Und nach einer Weile... meinte Celeste, dass sie sie gefunden hätte. Das führte dazu, dass wir ins Kunstlager gingen. Und dort fanden wir die Leichen erneut. Und jetzt sind wir hier. Wenn man zurückblickt, ist der Vorfall dieses Mal ziemlich komplex. Aber wenn du erneut einen Blick in den Fall haben möchtest, sprich mich nur an. Ich helfe gerne. Das war wirklich nur ein Recap. Okay, shit. Das hat uns nicht weitergebracht, ne? Aber wo können wir hin? Ich weiß es nicht. Ich bin so am Überlegen. Wo will ich hin? Wo könnte man noch was anschauen? Ich habe gar keine Ahnung. Nee. Vielleicht noch Mahifumi, untersuchen? Vielleicht noch mal... Moment. Okay, passt auf.
Vielleicht will ich nochmal Hifumi untersuchen. Für die Brille. Um dann zu connecten, hey, das Brillentuch könnte damit ja zusammenhängen, ja? Ich weiß es nämlich gerade nicht, ob wir das nicht vielleicht sogar schon als Beweis haben. Könnte ich mir mal anschauen eigentlich, ja? Aber schauen wir trotzdem mal kurz nach. Hifumis großer, kalter Körper liegt auf dem Boden. Im Erdgeschoss in den zweiten Stock, ohne dass jemand auffällt. Hm? Mit einem Kopfschlag. Dritte Gerechtigkeitshammer, dem im Krankenzimmer von und. Ja, seine Brille. So unbefleckt. Bedeutet das, dass sie jemand säuberte? Aber wer würde das tun und warum? Nee. Ich meine, die Plane habe ich ja auch erkundet, oder? Tucker, er wird sich nie mehr bewegen. Ja. Hat er noch was? Immer ein Geräusch. Hat der Mörder dies benutzt, um die Leiche zu bewegen? Ich schätze ja. Ich bin sehr hart confusion. Ne, da kann ich nur rein, ne? Ob wir Byakuya irgendwo finden? Sag mal, Byakuya, wo bist du? Vielleicht hast du ja irgendwie einen magischen Hint für mich nochmal. Ich meine, manchmal hat er das. Turnhalle leer, okay. Zweiter Stock. Da ist Dingens nur drin. Da seid ihr drin. Da ist noch was, Moment. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Heißt das, dass es noch etwas zu finden gibt dort? Ist es das, was mir das sagen möchte? Vielleicht ist es das, was mir sagen... Hier ist aber nichts, oder? Nee. Das ist aber knifflig diesmal. Normalerweise bin ich immer so gut damit. Ich habe etwas, ja. Ich habe es gesehen. Das Laken hier, ha? Ha? Diese Plane. Ich glaube, dass ich sie schon einmal irgendwo gesehen habe. Das war wahrscheinlich nicht lange her. Oder doch nicht? Ich dachte ganz kurz, ich hätte jetzt mein Glück. Nee, nur Monitor. Kamera. Doku. Ich habe genau hier geschlafen. Ja, wie angepisst ich bin. Bla bla bla. Dann die Dingens. Ist möglich, dass es ist möglich, dass Takas Körper mit einem Wagen vom Ausstattungsraum ins Kunstlager bewegt wurde. Da beide Orte auf dem zweiten Stock sind, kann ich mir definitiv eine Transportation vorstellen. Aber selbst wenn der Wagen benutzt wurde, um Takas Leiche zu bewegen, dann was ist mit Hifumi? Das hatten wir auch. Ist das hier immer noch ein Ausrufezeichen? Ja. Aber warum? Aber warum? Ich bin echt am Überlegen. Vielleicht im Krankenzimmer noch was? Aber was? Ich weiß es nicht. Ist Byakuya. Moment. Ist Byakuya im ersten Stock? Niemand hier, ha? Bücherei, Archiv. Flur, gehen wir mal hier rein. Vielleicht ist er doch in der Bücherei. Aber der wird mir nicht angezeigt. Fuck! Ich habe mir irgendwie gedacht, vielleicht will er mir was erzählen? Vielleicht blubbert er wieder was von Hinz und Kunz und hast du nicht gesehen, ne? Ne. Nichts. Archiv wahrscheinlich auch nichts, ne? Das wäre jetzt noch der Knaller, wenn hier was wäre. Ne. Kann hier rein, aber da ist gar nichts. Und ich darf nicht in unsere Räume zurück. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig gesehen oder habe ich einen Fehler gemacht? Nee. Das Spiel blockiert mich eigentlich so ein bisschen, dass ich wieder zurück darf, ne? Richtig? Aber ich würde ganz gerne ins Bad gehen. Ja, nein, vielleicht. Nee, Pool war nix. Ein Bad wäre so sinnvoll wegen Alter Ego. Ich bin echt so sehr... Da kommt der Mann random. Ist das so ein random Ding? Wow. Dort hast du dich also versteckt. Ich habe nach dir gesucht. Oder ich hätte wirklich die blaue Plane erkunden müssen, sonst hätte ich nicht zurückgedurft, ja? Was hast du?
Ich wollte dir danken. Das war vermutlich nicht deine Intention, aber du hast dieses Spiel wieder sehr interessant gemacht. Du solltest mal auf Hiros Zimmer gehen. Oh, und das gebe ich dir auch, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meet in the Dining Hall. Das ist die Notiz, die Hiro uns geschrieben hatte, damit wir uns alle in der Cafeteria treffen, richtig? Wie gut dein Erinnerungsmögen doch sein kann. Nun gut, die Handschrift ist ziemlich beeindruckend. Weswegen ich mich daran wohl erinnert haben muss. It's all clear now. Jedenfalls ist es nun offensichtlich. Dies ist eine Falle. Was ist eine Falle? Dieses Gericht wird spannend. Wovon redest du? Ich habe bereits meine Schuld beglichen. Eine Erklärung schulde ich dir nicht mehr. Goodbye. Bis bald. Yasuhiros Nachricht wurde der Wahrheitskugel hinzugefügt. Ich soll wohl auf Yasuhiros Zimmer gehen, ha? Was wartet dort auf mich? Okay. Ja. Nicht da lang? Jetzt darf ich auf die Zimmer. Das heißt aber auch, dass ich wahrscheinlich ins Bad darf, oder? Ich meine, da soll ich auch hin, aber ich kann auch hier rein. Wegen Alter Ego, vielleicht ist hier was. Ich meine natürlich die beiden und Alter Ego. Die am nächsten da dran waren. Alle drei sind weg. Alle drei sind weg. Mein. Wir wissen auch nicht, was es mit dem Laptop auf sich hat. Vielleicht hat Kyoko einfach den Laptop versteckt und war so... Tja, auf euch ist kein Verlass, also naja. Oder Monokuma war da und dachte sich... Nee. Wo ist Yasus Zimmer? Nein. Nee, Quatsch. Das ist der Lest. Ist das hier? Leon? Da, Yasu. Yasuhiro. Die Tür ist entriegelt? Dann gehe ich wohl rein. Yakuya hatte mir ja gesagt, dass ich nachgucken sollte. Vielleicht ist es keine gute Idee, aber naja. Naja. Halb so wild, ne? So, schickes Zimmer, Mann. Dies ist Hiros Zimmer. Natürlich ist hier überall komisches Zeug. Woher hat er das alles überhaupt? Aber viel wichtiger ist doch, dass er nicht aufgetaucht ist. Das bedeutet, dass er sich nicht beschweren kann, wenn ich sein Zimmer genau unter die Lupe nehme. Er kann sich nicht beschweren. Ist hier überhaupt was Interessantes? Die Kisten vielleicht. Ich glaube, dass in diesem Karton etwas sein muss. Tatsächlich. Ist das ein Bauplan? Blauplan. Und was ist das? Plastik? Und sogar Gips? Ist das Robo Justice? In Hiros Zimmer? Aber warte. Diese Blaupausen. Etwas stört mich hier. Have your arms bent like this. Das ist nicht seine Handschrift. Okay. Haben wir hier sonst irgendwas Interessantes? Legitim nicht, nein. Das war legitim das Einzige, was wir erkunden konnten. Okay, wild. Die Gegend verlassen, ja. Und jetzt werden natürlich... Oh! Makoto, große Neuigkeiten! Was ist los? Wir haben Kyoko gefunden! Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre natürlich schön, Kyoko zu treffen und mit ihr zu reden. Was? Geht es ihr gut? Wo ist sie? Warte, ich bin noch nicht fertig. Robo Justice haben wir auch gefunden. Robo Justice? Hiro hat das Kostüm getragen. Okay. Jedenfalls kannst du es dir selber ansehen. Geh einfach zum Pool im ersten Stock, okay? Wie kann es sein, dass Hiro und Kyoko zur exakt gleichen Zeit aufgekreuzt sind? Egal, ab zum Pool. Ich rannte in den ersten Stock so schnell wie möglich. Okay. Da sind sie ganz hinten. What's up, boys? Kyoko und... I mean... Ja, Mann, ich hatte echt den schlimmsten Tag. Hiro? Bro. Was? Hiro? Huh? Oh, hey, Mikoto. Ja, offensichtlich. Wer würde ich sonst sein? Das ist genau eine gute Frage. Was? Warum ich so aussehe? Hat jemand mein Charakterdesign verändert, während ich geschlafen habe? War es Illuminati? Was? Right.
Ich habe Hiro gefunden. Er steckte in diesem Spind fest. Vermutlich hat er geschlafen, weswegen ich ihn mit Gewalt wecken musste. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du mich gerettet hast, getreten hast. Du hättest sanfter sein können. Keine Ahnung, du hättest mein Gesicht streicheln können oder so. Das ist verstörend. Jedenfalls, Kyoko, wo warst du die ganze Zeit? Du bist auf einmal verschwunden, spurlos. Wow. Es gab da etwas, was ich mir ansehen musste. Was meinst du? Egal. Das ist nicht egal. Egal. Hey. Wichtiger ist, es ist egal, aber weiß sie das? Weiß sie, dass wir sie alle für eine Spionin verdächtigen? Kido, du musst uns erklären, warum du so bizarr gekleidet bist. Nun ja, keine Ahnung. Auf einmal habe ich geschlafen. Keine Ahnung warum. Danach war ich hier eingequetscht. Uns gleichgültig. Entferne bitte das Kostüm, es nervt. Ich kriege es irgendwie nicht ab. Hilfe! Warum würdest du so etwas herstellen, was du nachher nicht abnehmen könntest? Ich habe diesen Scheißteil nicht gemacht. Dort am Rücken identifiziere ich eine Spange, die es dir unmöglich macht, es zu entfernen. Wow, das ist ja wie so ein Koffer. Sie sieht ziemlich robust aus. Natürlich kannst du das Kostüm nicht ausziehen. Da wir keine Wahl haben, scheinen, helfe ich dir. Es brauchte die Hilfe von allen, aber langsam kriegt mich Hiro aus dem Kostüm. Es dauerte ein paar Minuten, aber letztendlich haben wir es geschafft, alle Teile zu entfernen. Phew, endlich frei! Ist es nicht komisch, wie perfekt das Kostüm Hiro steht? So denn? So perfekt, dass es niemand anders tragen könnte. Warte, was? Halt mal! Honestly. Lieg uns nicht an. Die Blaupausen waren in deinem Zimmer. Es ist offensichtlich, dass du das Kostüm machtest. Wahr. Aber ich sah diese Blaupausen. Ja, ich auch. Could it be? Dann ist es einfach. Derjenige, der mit diesem Kostüm jeden hier attackiert hat, war Hiro. Sollen wir ihn festbinden? Just the worst. Gute Idee, bevor er noch jemanden kaltblütig ermordet. Mich festbinden? Wartet mal, Leute, das geht ein wenig zu weit. That's right. Er mag vielleicht ein Verdächtiger sein, aber er verdient sein Recht auf Freiheit. Ja, ich meine, attackieren? Blaupausen? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Dieses Mal kommst du mir nicht. Es ist beschlossen. Du hast sie getötet. Du hast mich getötet. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es muss ein falscher Hiro gewesen sein. Du bist der Einzige mit dem Kostüm hier. Wer sonst hätte der maskierte Angreifer bitte gewesen sein könnte? Maskierte Angreifer gewesen sein können. Wie konntest du das wissen, hä? Vielleicht wäre es ja besser, wenn du mal selber da reinsteigst, ja? Okay. Von mir aus, wenn du es dann gestehst. Es dauerte keine weitere Sekunde, bevor Hina versuchte, das Kostüm zu tragen. Ha! See, look. See how loose it is? I mean, come on. I'm blind as a bat in here. Can't see my feet at all. I'm surprised you got anywhere in this thing. I'm telling you, it wasn't me. And not to mention, you totally can't bend at the waist. Seems like a pretty obvious oversight. That's not a very nice thing to say. I mean, it's not like I made it. I just got caught up in the moment. Well, either way, now we know for sure, right? I mean, it seems pretty clear that nobody but Hiro could have fit into this dumb costume. Hina erschien mir erleichtert, als sie endlich das Kostüm abnahm. Und jetzt noch mehr Ausreden. Nein, versteh doch. Du bist ein Mädchen. Wenn es ein Typ gewesen wäre, dann hätte... Makoto, los. Okay. Gegen meinen Willen nahm ich die Stücke vom Boden und versuchte sie irgendwie zu tragen. Es bringt nichts. Die Arme sind zu lang. So etwas könnte ich nie tragen. Siehst du? Ich sag doch, dass es unmöglich sei. Du hast absolut recht. Anscheinend wurde dieses Kostüm ausschließlich für Hiro hergestellt. Dann gibt es ein zweites Kostüm. Irgendwo das eine ist versteckt, welches gleich aussieht, aber... Honestly. Wenn du mit deiner verzweifelten Verteidigung uns weiter belästigen möchtest, gib uns Beweise. What the heck? Beweise?
Laut dir gäbe es ein weiteres Kostüm, ja? Dann musst du es finden und es uns zeigen. Was zur Hölle? Wen interessiert das? Hiro ist der Einzige ohne Alibi. Deswegen dachten wir schon, dass er es war. Ist das wirklich wahr? Ich habe keine Ahnung. Könnte mir jemand die Situation erklären? Kostüm wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Okay, reden wir mit dem Mann mal. Wenn ihr mir nicht sagt, was los ist, dann wie soll ich bitte verstehen, was hier vor sich geht? Ich glaube, ich habe eine Idee. Jemand wurde ermordet, richtig? Hey, Makoto, wer ist es? Nun, ich. Zwei Leute wurden getötet. Taka und Hifumi. Was? Zwei? Warum bist du so überrascht? Du warst es! Ich war es nicht! Warte, wenn diese beiden gestorben sind... Ich hab's! Ich weiß, wer es war! So then. Dann erleuchte uns. Taka und Hifumi haben sich um Alter Ego gestritten. Das bedeutet, dass Alter Ego es gewesen ist! Correct. Verstehe. Wie schade. Oh, schade? What the heck? Hör mit den Lügen auf! Gib es einfach zu, okay? Ich habe nichts gemacht. Oh, so. Ah, die Notiz. Notiz? Letzte Nacht schob jemand eine komische Notiz unter meiner Tür. Und darauf stand... Ich fand ein Loch, durch das wir entkommen können. Monokuma darf das nicht wissen. Also sagt das niemanden. Wir treffen uns im Erholungsraum um 1 Uhr. In Ordnung? Aber ich erinnere mich nur daran, dass ich dahin gegangen bin. Danach bin ich hier aufgewacht. Hey. Der echte Killer hat mich unter Drogen gesetzt oder so. Keine Chance! Nein, halt. Er könnte recht haben. Das Krankenzimmer besitzt Narkotisierungsmittel, die jemanden betäuben. Wirklich? Ich sagte es euch doch. Jemand will mir die Schuld in die Sandalen schieben. Eine Geheimpassage. Eine Möglichkeit zur Flucht. Jemand hat mir das geschrieben, um mich auszutricksen. Selbst wenn das stimmen würde, müsstest du wirklich dumm sein, um das zu glauben. Und ja, wenn man schon so lange eingesperrt ist, will man jede Möglichkeit abchecken, oder? Ja, mein Wunsch hier zu entkommen als Köder ausgenutzt, um mich zu verraten. Ich kaufe das immer noch nicht. Don't be mean. Das solltest du aber kaufen. Okay, dann zeig uns die Notiz. Gerne doch, ich habe sie genau hier. No way. Sorry, verloren. Ja klar. Bitte, müssen wir glauben, ich würde niemanden töten. Ich zuvor sagte, wenn wir dir glauben sollen, musst du dementsprechend Beweise zeigen. Obwohl ich persönlich kein Problem mit deiner Aussage habe, ist es riskant, einem Täter zu glauben. Was zur Hölle? Ernsthaft jetzt? Yasuhiros Aussage wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Nun denn, warum setzen wir unsere Ermittlungen nicht fort? Bald wird das Gericht beginnen, nicht? Warum müssen wir weitermachen? Wir wissen schon, wer es war. Warum? Warum hast du sie getötet, Hiro? Nein, wie ich bereits gesagt. War es wirklich das Geld, das uns Monokuma anbot? Ja, das muss es gewesen sein. Du bist pleite, nicht wahr? Deswegen hast du... Warte. Das ist eine falsche Anklage. Jemand, Hilfe! Sei einfach dankbar, dass wir dich noch nicht festgebunden haben. Wenn du Zeit dafür hast zu schreien, hast du auch Zeit für Ermittlungen, richtig? Oh, richtig! Ich muss nach der Notiz und dem zweiten Anzug suchen. Ich gehe wieder zurück auf meinen Wachposten. Ich wollte eigentlich Toko, Genocide Jack fragen, ob sie mit mir tauschen würde, aber... Wenn sie sich mit Sakura gestritten hätte, wäre alles noch schlimmer gekommen. Bis gleich. Einer nach dem anderen verließ den Pool. Makoto, hast du eine Sekunde? Was? Ich will, dass du mit mir der Ermittlung hilfst. It would seem... Dieses Mal bin ich spät dran, weswegen ich Hilfe benötige. Klar, kein Problem, aber versprichst du mir etwas? Kannst du mir später erzählen, wohin du verschwunden bist? Why is that? Nein. Mir so einfach zu widersprechen. Anyway. Jedenfalls benötige ich deine Hilfe. Okay. Shall we go? Danke. Wollen wir? Hey. Also, Makoto, zuerst möchte ich die Leichen sehen. Sie ist wohl das einzige Mädchen in ihrem Alter, die so etwas in den Mund nehmen würde. Correct. Leichen lügen nicht. Sie offenbaren uns mehr Wahrheit als die Lebenden. Hey.
Stimmst du nicht zu? Wie soll ich da bitte antworten? Anyway. Jedenfalls müssen wir uns beeilen, bevor das Klassengericht beginnt. Ja, richtig. Okay, wo sind sie? Im Kunstlager müssen sie sein, richtig? Dann gehen wir wohl dahin. Okay. Dann, warte mal, ich muss noch eine Etage hoch, ne? Ab ins Kunstlager. Ich gehe mal ganz stumpf davon aus, uns fehlt nicht mehr viel, ha? Zumindest habe ich den Eindruck. Ich habe so ein bisschen Bauchgefühl, ja? Da ist wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig. Ich habe das Gefühl, wir haben Kyoko und Hiro gefunden, was viele wichtige Mysterien sind, die aufgeklärt worden sind. Und vielmehr möchte man ja wahrscheinlich dann eher im Klassengericht dann auflösen. Dementsprechend, ja. Gehen wir hier hin. Hifumi und Taka. Für einen Moment schien Kyoko steif und zögernd. Aber nur für einen Moment. So dann. Und dann starten wir. Sie hockte sich neben Taka hin und begann seinen Körper zu berühren. I knew it. Die Akte lag richtig. Sie wurde mit ähnlichen Waffen erledigt. Ihre Bewegungen waren so flüssig und sie war so ruhig. Wie sie so gemütlich damit umging, machte auch mich ein wenig gemütlich. Gemütlich? Wahrscheinlich comfortable als Wort gemeint, ne? Sie war sehr comfortable mit der Sache. Und das hat wahrscheinlich dein Makoto beruhigt. Also eher in der Sache von wegen nicht gemütlich, sondern nicht komfortabel, sondern beruhigend, ja, entspannend, ja, ein bisschen Entspannung, Anspannung verlieren. Ihr wisst schon. So, schauen wir uns Taka an. Taka wurde durch einen Kopfschlag erledigt. Er muss wohl der vierte Gerechtigkeitshammer gewesen sein, den wir im Ausstattungszimmer fanden. Und eine Plane wurde unter seinem Körper platziert. Das haben wir doch alles schon. Okay. I see. Makoto, ich habe etwas gefunden. Ja? Hey. Erinnerst du dich an die Armbanduhr, die Taka immer am linken Handgelenk trug? Hat er das? Bist du bei Menschen in deinem Umfeld vergesslich? Hast du sie so sehr? Nein, das ist es nicht, aber... Trug er wirklich eine Armbanduhr? So dann. Schau. Sie ist kaputt. Der Zeiger bewegt sich nicht mehr. Anscheinend wurde sie zerstört, als der Angreifer ihn tötete. Das ist 5:05, ne? Und falls es dir auffällt, kann man sehen, dass der Zeiger kurz nach 6 stoppte. Also würde das bedeuten, dass die Uhr kurz nach 6 heute Morgen zerstört wurde. Letzte Nacht war Takas Uhr nicht kaputt. Hey ihr! Wie lange wollt ihr uns noch warten lassen? Takas irritierende Stimme hallte wieder, als er auf seine Armbanduhr schaute. Es ist fast 22 Uhr! Bettzeit für alle! In other words. Wenn sie also um 22 Uhr noch funktionierte, konnte sie nicht um 18 Uhr gestern zerstört worden sein. Also geschah es um 6 Uhr dieses Morgens, richtig? Armbanduhr wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Und das ist nicht alles. Guck dir Takas rechte Hand an. Er scheint etwas zu halten. Du hast recht. Es ist irgendwas Weißes. Makoto. Könntest du es vielleicht herausholen? Ich? Because... Die Totenstarre hat bereits eingesetzt. Jungen sind stärker, richtig? Mach es. Oh, okay. Obwohl ich es echt verabscheute, habe ich Takas kalte Hand berührt. Es fühlte sich so an, als ob Takas Kälte mein Herz berührte. Nach etwas Aufwand schaffte ich es, das Objekt von Takas stark geballter Faust zu befreien. Ein Stück Papier. Hey. War das alles, was er hatte? Ja, mehr ist da nicht. Das ist nicht wirklich ein Beweis, oder? Is that right? Das frage ich mich auch. Kyoko drehte sich dann zu Hifumis Leiche um. So dann. Zunächst untersuchen wir Hifumis Leiche. Vielleicht besitzt sie Antworten auf unsere Frage. Okay. Dann wieder mit dir reden? Also, hast du irgendetwas gefunden? Indeed. Tatsächlich ja. Mehr als ich erwartet hätte. Schau dir das an. Ein zusammengeknülltes Papier. That's right. Hifumi hat es versteckt. Versteckt? Indeed. Er hat es in seine Hose gestopft. Deswegen man sagen kann, dass er es mit Absicht verstecken wollte. In seine Hose? Warte, hast du... Why is that? Es war nur seine Hose. Nicht seine Socken oder so. Ich weiß nicht, was sie damit sagen will. Hey.
Jedenfalls, lass uns das Papier genauer unter die Lupe nehmen. Los, Makoto, öffne es. In Ordnung. Wenn ich darüber nachdenke, dass dieses Papier in seiner Hose war, hoffe ich, dass es wichtig ist. Sonst werde ich dir niemals vergeben, Hifumi. Eine Notiz? Ich fand ein Loch, durch das wir entkommen können. Onokuma darf es nicht wissen. Also sag das niemandem. Wir treffen uns im Ausstattungsraum um 6 Uhr. In Ordnung? So. Es hört sich vertraut an. Das ist das Gleiche, was Hiro gesagt hat. Dann hat er die Wahrheit gesagt. However. Aber exakt das Gleiche ist nicht, ist es nicht, oder? Letzte Nacht schob jemand eine komische Notiz unter meine Tür. Und darauf stand, ich fand ein Loch, durch das wir entkommen können. Monokuma darf das nicht wissen, also sagt das niemanden. Wir treffen uns im Erholungsraum um 1 Uhr. In Ordnung? Die Zeit ist anders. Stimmt. Hiro hatte gemeint, auf der Notiz stände 1 Uhr. Aber auf dieser Notiz, die mein Hifumi geschickt hat, stand 6 Uhr morgens. Ist das right? Halt. Nur weil Hifumi die Notiz hatte, muss es nicht zwingend bedeuten, dass er der Adressat war. Was? So. Ein Teil ist abgerissen, richtig? Ich denke, darin ist eine Bedeutung versteckt. Also gibt es einen Grund, weshalb das Papier abgerissen ist? Könntest du das vielleicht ein bisschen besser erklären? Denk vorsichtig nach. Warum würde er das Papier so verzweifelt verstecken wollen? Ich weiß es nicht. So dann. Warum ist deine Ecke abgerissen? Wo ist die abgerissene Ecke? Eigentlich ist das ganz einfach. Die Fumis Notiz wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Hey. Und es gibt noch etwas. Dieses Mal hatten beide Opfer definitiv ihre E-Handbücher bei sich. Die E-Handbücher haben also mit der Ausführung der Morde dieses Mal nichts zu tun, vermutlich. Nicht, dass man sie normalerweise für das Morden benutzen könnte. Also willst du damit sagen, dass ich mir dieses Mal keine Gedanken über E-Handbücher machen muss? Is that right? Wenn das stimmen würde, hätte ich es nicht erwähnt. Ich sagte nur, dass sie nichts mit der Ausführung der Morde zu tun haben. Allerdings mag es einen Zeitpunkt geben, wo vielleicht E-Handbücher eine große Rolle spielen werden. Das verstehe ich nicht. Aber wenn Kyoko meint, sie seien irgendwann wichtig, dann wäre es besser, ich merke sie mir. Ihr Handbuch wurde den Wahrheitskugeln hinzugefügt. Okay. Klassengerichtszeit. Are you excited? Are you pumped? It's time for the class trial to begin! Diesmal ist ihm nicht langweilig. Like the bright burst of fireworks. Like the flash of a soul clashing with life and death. And so, with no further ado, everyone please meet at the usual spot. Make your way to the red door on the first floor of the school. See you soon. It would seem... Es ist bedauernswert. Aber anscheinend neigt sich die Ermittlung bereits dem Ende zu. Den Rest musst du dir selber erschließen und zu einem akzeptablen Ergebnis kommen. Ja, du hast recht. Shall we go? Nun denn, wir sollten es besser hinter uns bringen, nicht wahr? Ja. Okay. Das nächste Klassengericht, ja? Klassengericht Nummer 3 schon. Sehen wir dann aber beim nächsten Mal, Guys. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, ihr Hübschen. Ja, bis morgen. Und macht nichts Dummes für Geld. Nicht so wie ich, habe ich recht? Haha. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Oh, ups.